Warum ich davon überzeugt bin, dass Gamer oder Zocker sehr, sehr gute Kraftsportler oder Bodybuilder sein können, erfährst du in diesem Video. Jo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Das mag sich jetzt wohl ein bisschen doof anhören, aber hört mir genau zu, ich werde euch jetzt erklären, warum ich der Meinung bin, dass Zocker oder Gamer sehr gute Kraftsportler sein können. Ich fange mal so ein bisschen mit meiner Geschichte an. Manche wissen es, manche wissen es nicht. Ich habe mit 13 Jahren ungefähr sehr, sehr exzessiv mit dem Zocken angefangen. Ich bin von der Schule heimgekommen, habe bis abends durchgezockt. Mein ganzes Leben hat sich eigentlich nach dem Zocken gerichtet. Manche werden es verstehen, manche werden es nicht verstehen. Ich war eigentlich quasi, man kann sagen, ich war spielsüchtig. Ich war da in meiner eigenen Welt, hatte dort meine Erfolgserlebnisse und so weiter und so fort. Ja, also ich habe ungefähr mit 13 Jahren angefangen mit dem Spiel Flife. Das wird den wenigsten was sagen. Flife for Fun heißt es. Das ist so ähnlich wie WoW, also so ein Rollenspiel quasi, wo man seinen eigenen Charakter hat und den levelt, den ausrüstet, neue Waffen holt, PvP macht, also Player vs. Player, also quasi kämpft. Ja, und da habe ich einen Kollegen kennengelernt, den Sedat. Der war damals wie ich eigentlich auch ziemlich übergewichtig. Was heißt übergewichtig? Er hatte auf jeden Fall ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Und ja, mit dem habe ich eigentlich so meine komplette Jugend tagtäglich im Teamspeak verbracht. Wir haben tagtäglich stundenlang miteinander gequatscht, stundenlang miteinander gezockt. Nach dem Spiel Flife kam dann League of Legends. Das haben wir dann ziemlich hart auch gesuchtet. Immer eigentlich im Wechsel von Flife und League of Legends. Dann kam dann irgendwann noch das Spiel Aion dazu. Das war auch so ein ähnliches Rollenspiel wie World of Warcraft, sagen wir mal. Und das haben wir auch ziemlich hart gesuchtet. Wir hatten da immer so eine eigene Gilde und immer viele Leute im Team, mit denen wir dann auch gequatscht haben, immer beim Zocken. Und ja, ich bin dann irgendwann vom Zocken weggekommen und habe dann eben mit dem Fitness angefangen. Ja, jetzt komme ich endlich mal auf den Punkt, warum glaube ich, dass Zocker gute Bodybuilder sind. Beim Zocken braucht ihr gute Disziplin, Durchhaltevermögen. Ihr müsst immer dranbleiben, um was zu erreichen. Wir waren teilweise 6, 7, 8 Stunden am Tag in einem Gebiet, wo wir permanent wirklich die ganze Zeit das Gleiche gemacht haben. Wir haben permanent die gleichen Monster getötet. Ja, man kann so sagen, der Grind ist real. Ich weiß nicht, ob der Begriff manchmal was sagt. Also das heißt, dass man eigentlich immer wieder das Gleiche macht. Immer wieder das Gleiche macht. Die ganze Zeit, nichts anderes. Und das haben wir mehrere Stunden am Tag gemacht, um einfach die Besten zu werden. Ich kann euch ja mal ein Bild von uns beiden einblenden, wie wir damals beide aussahen. Also ich habe den mal besucht dann in Stuttgart, das ist eine ziemlich weite Ecke von mir entfernt. Ich bin da mit einem Kumpel zu seinem 18. Geburtstag mit dem Zug hingefahren und wir haben da ziemlich hart gesoffen. Das war eine richtig geile Nacht, hat richtig Bock gemacht. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wie fett wir eigentlich waren. Und ja, der Sedat, das finde ich richtig cool. Der hat dann immer meine Videos ein bisschen angeguckt. Der hat dann auch noch gezockt und wir zocken auch beide jetzt noch ab und zu, aber nicht mehr so extrem halt. Und hat sich dann ein bisschen von mir so inspirieren und motivieren lassen und hat jetzt, ich weiß nicht genau wie lang, ich schätze mal so seit einem halben Jahr jetzt bestimmt, auch mit dem Krafttraining angefangen und er hat schon richtig, richtig gute Erfolge erzielt. Ich werde euch jetzt mal hier noch ein Bild einblenden, zieht euch das mal rein. Der hat wirklich eine starke Leistung erbracht. Der hat eigentlich fast so die gleiche Geschichte hinter sich wie ich. Nur, dass er halt nicht so extrem viel geraucht hat, aber er hat auch viel getrunken, viel gezockt und eigentlich keinen Sport gemacht, genauso wie ich. Ich habe dazu halt noch 2 Schachteln am Tag geraucht. Ja, und ja, Leute, ich denke wirklich, man lernt bei dem Zocken, Sachen zu Ende zu bringen, an Sachen dran zu bleiben und wirklich viel Energie, Durchhaltevermögen, alles in die ganze Sache reinzustecken. Und viele verteufeln das Zocken und ich bin wirklich ein richtig großer Fan vom Zocken. Man kann durch das Zocken richtig, richtig viel lernen. Diejenigen, die zocken, die selbst zocken, die viel gezockt haben oder auch immer noch sehr viel zocken, die verstehen mich. Die anderen werden mich nicht verstehen, aber das ist mir scheißegal. Und an alle diejenigen, die viel zocken und noch keinen Sport machen, möchte ich jetzt mit dem Video eigentlich quasi erreichen, probier den Sport mal aus. Es ist wie Farmen, es ist wie PvP. Ihr macht genau immer das Gleiche, es macht Spaß, ihr habt eine Sache, an der ihr euch festhalten könnt und ist auch eine Sache, wo ihr richtig geile Erfolgserlebnisse haben könnt.
wie beim Zocken. Es war jetzt vielleicht mal eine andere Art von Video, aber ich wollte das Ganze einfach mal loswerden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Über den Abo und den Kommentar natürlich auch. Ihr könnt mal unten reinschreiben, ob ihr viel zockt, ob ihr gar nicht zockt, ob ihr schon mal krasse Zocker wart und euch das vielleicht auch mal so überlegt habt wie ich. Ja, ansonsten wünsche ich euch dann jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Ciao, na klar.